das Team ist broken. Ich sag dir, mit dem Team kann ich richtig viel gewinnen. Ich habe gerade 5 Wins in Folge geholt. Das Team ist so nice, weil er so auf 15.000. Weil du so unausrechenbar bist. Erster Feuer auf Despota, jeder spielt ihn auf Geist. Rotom ist einfach ein richtig guter Rein- und Rauswechsler. Du hast Hippo noch für Sandsturm, falls du kein Feuer brauchst. Friedwurf sowieso OP im Sandsturm-Team. Diktri mit Gegenschlag und Knackrack noch in the bag. Geil. Das gefällt mir bisher am allerbesten. Erdbeben und Irrlicht auf Mimikma. Dann hat er halt seinen Rückenwind, ist egal. Damit habe ich gar nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Kommt doch safe direkt ein Spukball in mein Gesicht. Denk zu langsam. Er macht Spukball auf Hippo. Der hat sich doch verdrückt. Der hat sich doch verdrückt. Hallo Jasmin. Der ist dumm. Er ist in der Meisterball-Liga, also ganz dumm kann er nicht sein. Er kann mit deinem Team nichts anfangen. Da finden wir schon einen, Jasmin. Alles gut. Gute Besserung an dich. Geht auf Terra anstatt rauszuwechseln. Turbo-Tempo. Spukball wieder auf Hippo. Ja, der schläft jetzt, der Dragoran. Spielt er da? Was spielt er da? Treffe ich Dragoran jetzt mit Erdbeben? Ach, der ist eh eingeschlafen. Scheiß drauf. Was spielt er da? Ach, er ist Elektrowasser, nicht Wasser, nicht Geist. Koronia zugeschlagen. Oh nein. Ich hoffe, in... keine Wirkung auf Rotoren, genau. Gut. Schaugänger. Wurde blockiert, ist eh egal. Ich will ja, dass er mich trifft, dass ich Gegenschlag drücken kann. Dragoran schläft ja, alles easy. Ich kann ihn auch mit Steinhagel jetzt. War Hippo down? Nee, habe ich ausgewechselt wegen Erdbeben. Ja, deswegen bist du. Pyrax. Dat Vieh. Da wollte er ein Turbo-Tempo drücken. Oh Gott. Zurückgeschreckt und Hydro-Pumpe. Ich würde so kotzen.
Ich würde so kotzen, wirklich. Wenn er Turbo-Tempo einsetzt, während er schläft. Warte mal, nee, ich gehe auf Friedhof. Er wird da Turbo-Tempo auf Diktri drücken. Obwohl, selbst dann wäre mir das egal. Mit meinem Gurt. Ich drücke einfach nochmal Erdbeben. Selbst wenn er mich trifft, ist mir das egal. Und Turbo-Tempo hat auch plus 2, Tiefschlag hat nur plus 1. Er hat noch die beiden, ne? Erdbeben ist blockiert. Scheiße, stimmt. Erdbeben ist blockiert. Mach mal den Steinhagel. Und Irrlicht auf. Ey, oder ein Schutzschild? Was wird er machen? Er wird mich eh nicht killen, deswegen halt Irrlicht. Ah, er macht Schutzschild, okay. Macht Sinn. Er schläft immer noch. Der Gena war Game-Winner übrigens, ne? Damit das mal hier klar ist. Wie lang ist mein Sandsturm legt sich? Da machen wir Voltwechsel und holen mal wieder den Hippo, ne? Voltwechsel into Hippo. Gehen auf Hippo. Check wird gemacht. Ah, der ist gut, der Voltwechsel auf Gena. Wie lange ist das hier noch gesperrt? Sehe ich das irgendwo? Eine Runde noch. Okay. Dann können wir schon mal auf Terraboden gehen. Zack. Und einen Voltwechsel machen. Auf Hippo, damit wieder schön der Sandsturm kommt. Der gibt jetzt eh auf. Nee, gibt nicht auf. Der will noch was reißen. Mit dem Mikma gegen drei Pokémon. Oh, scheiße, zurückgeschreckt. Steinhagel ist so eine Assi-Taktik, ne? Steinhagel ist so Assi. Wie oft man da zurückschreckt. Ich habe sogar noch alle Pokémon, was? Erdbeben nicht mehr blockiert. Erdbeben. Aufgegeben. Das ist so ein geiles Team. Das macht mir so viel Spaß. Shoutout an Rotzfrech für dieses Team. Boah, wir brauchen auf jeden Fall Despota wegen Maskagato. Ja, Knackrack habe ich noch gar nicht so ins Spiel gebracht, ne? Vielleicht mal anstatt Friedhof da, weil der bringt mir hier auch ehrlich gesagt nicht so viel. Außer gegen Azuglades. Aber da würde auch Boden reichen. Aber er hat halt wegen der doppelte Init. Der hat zwei Feen. Ja, Friedhof bringt mir bei Fee aber auch nichts. Ich habe keinen Stahl, der hat Eisenschädel. Olangalit. Der macht eh nur Schilder und so. Und Seelenbruch macht gegen Feuer nichts. Das ist schon gut so. Filenara ist nicht schnell. Olangar kann es auch nicht schneller machen. Er könnte höchstens einen Mogelhieb machen. Dann kann ich mit Voltwechsel schon mal raus.
Knackhacke ist auch schneller, dann kann ich noch einen Eisenschädel draufballern. Ich hoffe einfach, dass er nicht Mogelhieb macht und das Steinkante trifft. Am schlimmsten wäre kein Mogelhieb und Steinkante trifft nicht. Mogelhieb auf Rotom. Okay, scheißegal. Steinkante sogar schneller. Als ob er überlebt. Als ob er mit 1 KP überlebt. Aber tot. Das finde ich richtig gut bei Sandsturm. Diese ganzen Muskel, diese ganzen Fokusgurt Kacke. Maskagato wird auch safe Fokusgurt haben. 0,400 Rotom und 3 Kandid. Weiß ich nicht. Gucken, was jetzt kommt. Maskagato. Jetzt hätten wir es gewusst, ne? Und ich kann Feuer. Ich kann nicht drücken. Er wird schneller sein als Rotom. Er wird auf Rotom gehen. Dann kann ich einfach eine Free-Steinkante rausbringen. Er wird Reflektor machen. Scheiß auf Reflektor. Ich mach Steinkante. Steinkante muss ihn. Ah, wird ihn safe. Und Sandsturm gibt ihn den Rest. Er macht bestimmt. Oder er macht Abschlag oder so ein Scheiß auf Despo. Aber wird ihn auch nicht killen. Kehrtwende. Gegen Käfer, sehr effektiv. Dankeschön. Danke. Hat er die Steinkante eben nicht gesehen? Ist er blind? Stahlobor gibt's leider nicht, ne? Oder hat er ein Schutzschild nicht kommen sehen? Also er hat doch auch die Überreste gesehen. Überreste spielt's fast immer mit Schutzschild. Hä? Was bringt er jetzt? Noch so ein langsames Gerät. Also, Feuerschlag hätte den komplett aus dem Leben genommen. Mach ich ein Irrlicht? Ich bin auf jeden Fall schneller als Glatt Imperio, glaube ich. Ja. Irrlicht. Der hätte nur. Als Siegeswille, ne? Oder. Feldherr. Müsste treffen. Müsste treffen, ja. Tiefschlag drückt er gegen Rotom. Er drückt Tiefschlag gegen Rotom. Ich bin einfach in deren Köpfen drin. Komm, ihr müsst doch jetzt nochmal irgendwas Geiles machen. Da muss da jetzt noch irgendeine geile Sache, irgendwas. Ach komm. Alter, den habe ich so weggelasert. Ich glaube, Feuerschlag wäre noch krasser gewesen als Steinkante. Aber die Steinkante auf den Käfer-Maskagato habe ich aber auch sehr gefühlt. Den habe ich auch sehr gefühlt.